alles, was du gemacht hast, war richtig und hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist und an den Punkt gebracht, an dem du heute stehst. Verstehe, was du in der Vergangenheit gemacht hast, lerne daraus, nutze die Vergangenheit nicht als Sklave, sondern als Ratgeber für deine Zukunft. Und deswegen schau nach vorne und mit dem, was ich bis jetzt an Lebenserfahrung gemacht habe, was mache ich für eine Erfolgsgeschichte daraus? Deine größten Rückschläge, wenn du 20 Jahre durch die Scheiße gegangen bist, das kann deine beste Erfolgsgeschichte werden. Lern aus allem an deiner Vergangenheit was und dann leg diese scheiß Schuldgefühle ab, sondern sag eins, ich habe immer zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und manchmal habe ich vielleicht bewusst was falsch gemacht, da wollte ich aber etwas anderes mit erreichen, weil ich noch nicht reif genug war, reifere Mittel einzusetzen. Entwickel dich weiter und das ist nicht entweder oder, sondern es sind Bausteine, die ineinander greifen. Ich tue auch ganz viel für meine Persönlichkeitsentwicklung und gleichzeitig lese ich Fachbücher zum Thema Abschlusstechnik, zum Thema Akquisemethoden und so weiter. Das sind zwei verschiedene Sachen, die sich dann ergänzen. Ich war 15 Jahre Profi-Basketballspieler und Trainer. Und als ich in Bamberg damals einen laufenden 4-Jahres-Vertrag gekündigt habe, um Redner zu werden, Leute fragen immer, wie hast du das geschafft? Und der wichtigste Punkt war, ich habe gekündigt. Ich bin aufs Arbeitsamt gegangen in Bamberg, habe dann selbstständigen Unterstützung beantragt, weil ich wirklich bei Null angefangen habe und ich bin die Woche drauf umgezogen. Ich bin aus Bamberg weg. Ich habe den kompletten Kontakt zum Basketballumfeld abgebrochen und bin zu meiner damaligen Freundin an einen Ort gezogen, wo mich niemand gekannt hat, damit ich bei Null anfangen kann. Und heute weiß ich, das war der wichtigste Erfolgsfaktor. Der allerwichtigste. Weil wenn ich im Basketballumfeld geblieben wäre, hätten sie erstens immer wieder versucht, mich zurückzuziehen. Und zweitens wäre ich im Kopf der Leute immer der Basketballtrainer geblieben, der jetzt versucht, Redner zu werden. Und so war ich ab Tag 1 der Redner, der mal Basketballtrainer war. Und das ist unglaublich wichtig. Wenn Drogensüchtige erfolgreich eine Rehabilitation machen, schaffen es immer die, die danach ihre Sachen packen und umziehen an einen Ort, wo sie bei Null anfangen können. Das ist jetzt die härteste Methode, weil da kommen natürlich ganz viele Ängste. Oh, ich werde nicht mehr geliebt, ich habe keinen, ich bin einsam. Aber es gibt viele Situationen, da ist das notwendig. Und wenn du einmal sowas gemacht hast, dann weißt du auch, wie das funktioniert. Du bist der Charakter aus den Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Nicht, wenn wir mal schnell einen Smalltalk führen, sondern mit denen wir signifikante Zeit verbringen. In deinem Umfeld sollten keine Jammerer sein. In deinem Umfeld sollten keine Opferleute sein. Und wenn du wirklich erfolgreich werden willst, dann sollten in deinem Umfeld Leute sein, denen du klipp und klar die Meinung sagen kannst.